So, dann melde ich mich mit den US-Indizes zurück. Zunächst einmal der Risikohinweis, den jeder lesen kann, wenn er auf die Pause-Taste drückt. Dann brauche ich nicht ewig und andauernd vorlesen. So, dann kommen wir gleich zu dem Nasdaq und zu diesem Bild. Hier brach er zwar über die Marke aus, konnte sich aber eben nicht darüber halten. Und mit dem bärischen Rebreak, mit dieser Kerze, hat er sozusagen dieses Setup dann aktiviert. Wer bei den anderen beiden Indizes, welche ja auch seit Anfang der Woche eben mitlaufen, hier die Widerstände, hier lief es nahezu perfekt. Es hätte hier ruhig Intraday noch ein Stück weiter hochgehen können, aber die Marke von 2100 Punkten wurde kurzzeitig überschritten und dann kam ein bärischer Rebound. Also die Zuhörer hier auf dem JFD-Desktop sind meistens einen halben Tag voraus und kennen die Kurse von morgen meistens. Spaß beiseite. Aber trotzdem, dieses Setup ist jetzt eben auch wieder darauf ausgelegt gewesen. Es kann noch ein Hoch kommen, kann noch mal ein Stück nach oben gehen, aber hier ist erstmal die präferierte Richtung hier nach unten gewesen. Morgen und übermorgen EZB-Sitzung und die Arbeitsmarktdaten könnten natürlich meinem schönen ausgedachten Szenario natürlich einen Strich durch die Rechnung machen, aber bislang steht das so in den Charts, beziehungsweise war das alles jetzt erstmal so gewollt, dass es hier sich austoben kann, noch ein neues Hoch bei zum Beispiel im Nasdaq ausbilden kann, hier eben nicht. Wir schauen auch gleich noch die anderen Werte an. Und dann von diesem Kursmuster wurden jetzt einige wieder in den Markt reingelockt, neue, und auch Shorties rausgedrückt. Also ist er hier ab hier wieder bereinigt, der Markt. Und wenn es dann so ein bärisch Engulfing gibt, so eine Kerzenkonstellation, dann sollte er mehr folgen, außer wenn irgendwelche wirklich überraschende Nachrichten jetzt morgen und übermorgen auftauchen sollten, dann kann natürlich die Nachrichten das Chartbild dermaßen beeinflussen, dass wir steigende Kurse sehen. Aber sonst ist eigentlich auch von der Saisonalität definitiv jetzt hier das abwärts gerichtet in den US-Märkten. Der DAX hat schon ein Eigenleben, der könnte schon mit dem gestrigen Tag, was ich auch vorher ja vorgestellt habe im anderen Video, nicht unbedingt ganz fertig sein, aber ist deutlich weiter schon korrigiert als hier die US-Indizes. Kommen wir dann zu den Einzelwerten. Da gab es eben auch ein extra Setup für die drei Internetwerte. Hier lag noch ein Setup für einen Godmore Trader vor. Da war eben die Marke benannt worden. Sollte ein Stück hochgehen, eng absichern und ab der Bruch eben auf Stundenbasis unserer Spezialmarke bei 4681 Punkten sollte es eben Richtung 4611 gehen, beziehungsweise 20. Aber nun jetzt zu den Einzelwerten, zu den drei großen. Netflix hat hier wunderschön, das ist ein All-Time-High, neues All-Time-High gemacht. Ist zwar nicht so tief runtergekommen, vielleicht wie gedacht. Deswegen ist hier die Kerze und die Pfeile auch nur in Grau dargestellt. Aber hier unten ist definitiv das schöne Buy-Zone abgebildet. Amazon, wie gewollt, absolut nichts Überraschendes, wenn es jetzt nach unten gehen sollte. Und auch bei Google bzw. Alphabet-Aktie konnte hier die Sell-Trigger-Marke wurde hier nicht erreicht. Und auch hier war dann erstmal sowieso präferiert ein Stück nach oben noch, wenn die Marke natürlich nicht zieht. Und dann hat er aber eigentlich schon das Kursziel hier erreicht. Also das Setup bleibt hier bestehen, aber es gibt, glaube ich, andere, die erfolgsversprechender sind.
das war's, glaube ich, mit diesen drei Setups. Ich glaube, die Qualcomm habe ich nur kurz vorgestellt. Ja, hätte hier noch ein Stück runter gehen sollen für einen optimalen Einstieg. War aber auch so beschrieben, dass es eben, wenn es über dieser Marke bleibt, eine Aufwärtsbewegung folgte, ein Pullback, der folgte, aber mit der heutigen negativen Nasdaq ist der Wert halt auch noch zurückgekommen. Sonst stehen wir hier immer noch Kursziele von 55 bis 56 Dollar parat. Schauen wir noch ganz kurz die Apple an. Auch die zwar sieht es jetzt hier ein bisschen wirr aus, aber die Aktie sollte einfach in diesem Bereich von 114 bis 122 bleiben. Ob jetzt erstmal nach oben, dann nach unten, dann der Ausbruch oder erst nach unten, dann nach oben und dann hier der Ausbruch, ist auch in meinem Stream hier so beschrieben. Die entscheidende Marke ist entweder am 18., 19. hier, also kurz vor der Woche oder eben in der Woche vom 21. Dezember wird es ganz interessant. Sollte aber eben der Kurs hier deutlich nach unten fallen, dann ist es nicht mehr in dem Bereich von meinem Setup. Aber davor ist es mir erstmal egal. Hier kann es leicht nach unten gehen, weil die Linie nicht direkt eine Trendlinie ist, die komplett aussagekräftig ist. Also hier kann sich die Aktie noch ein bisschen variieren davor, aber dann stehen die Setups hier. So, dann danke fürs Zuhören und ich melde mich dann wie gewohnt morgen wieder. Danke.